Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Airport CEO. Jo, wir sind ja fleißig dabei, hier das neue Terminal fertig zu gestalten. Und in der letzten Folge haben wir die Security gebaut. Haufenweise. Und noch einen kleinen Personaleingang hier mit Security. Das sollte wohl für den Anfang erstmal reichen, für den ganzen Ansturm. Die ganzen Check-ins sind hier auf der Seite. Wartebereich, das hatten wir schon alles. Und unser Luxus-Personalraum. Nur das Beste jetzt gebaut. Schöne Sessel, ganz viele Pflanzen. Und obwohl das Terminal hier noch gar nicht eröffnet ist, die strömen hier alle hin und wollen sich zumindest mal hinsetzen. Aber wenn sie dann hier aufstehen und los wollen, müssen sie erstmal hier zum kleinen Terminal hier zu Fuß laufen. So, aber vielleicht machen wir jetzt schon mal den Durchbruch hier fertig und jetzt scheint das hier sogar zu funktionieren mit zwei Boarding Desk. Ja, die gehen bei beiden ran. Das hat ja bisher noch nicht funktioniert, haben sie wohl jetzt mal gepatcht. Es gab ja schon wieder einige Updates und das Spiel entwickelt sich also auch immer weiter. Ja, das ist ja sehr schön. Jetzt werden die hier ganz schnell weggearbeitet. So, mal gucken. Jo, gleich alles fertig. Die sind noch dabei, die letzten paar Köfferchen hier zu verladen. Ja, was sie jetzt geschafft haben. Und schon fliegt er los. So, wann sollte er losfliegen? 10.15 Uhr. Ja, der ist noch sehr gut in der Zeit. Ja, wunderbar. Das läuft alles. Ja, dann machen wir mal. So, Security, Zone. Ja, ist das schon alles soweit? Dann können wir hier mal die Mauer wegreißen. So, Wall. Machen wir hier schon mal einen Durchgang. Ist ja alles Security-Zone. Dann können wir hier schon mal bald öffnen. So, das wäre Nummer 1. Dann brauchen wir auf jeden Fall ganz viel Personal. So, bei 8 Security, 4 Mitarbeiter brauchen wir hier, glaube ich. Also 32 Security-Mitarbeiter. Alter Schwede. Dann gucken wir mal, was haben wir Security? So, 17 Dollar ist viel zu teuer. Den feuern wir schon mal, wo wir den noch gar nicht eingestellt haben. So, also machen wir mal 1, 2, 3, 4. Die ersten 4 haben wir schon mal eingestellt. Jetzt müssen wir nur immer warten, bis hier Nachschub kommt. Keine Ahnung, wie lange das dauert hier. Machen wir das anders. Wir haben jetzt 4 Stück eingestellt. Dann könnten wir ja schon mal einen aktivieren, damit wir wissen, okay, wir haben 4 Stück eingestellt. So, für Passagiere. Die Warteschlangen lassen wir auch hier erstmal weg. Ich will erstmal gucken, wie das aussieht, wenn die ohne Warteschlangen hier arbeiten. Platz genug ist ja, die können sich ja hier kreuz und quer hinstellen. Mal sehen, wie das aussieht.
So, dann können wir auch AirPod Stuff einstellen. Mal 1, 2, 3 und 4. Auch schon mal 4 Stück. Dann können wir ja hier oben nee, wir müssen noch einige deaktivieren, nicht, dass die hier überall irgendwann benutzt werden. Solange wir noch nicht genug Personal haben. Wir machen erstmal deaktivieren. So. Also einmal Security, zweimal Check-in. Und hier kommt sofort ein Nachschub beim AirPod Staff. Ja, wunderbar. Dann können wir gleich nochmal 4 einstellen. Für unter 10 Dollar die Stunde. So, das sind also dann schon mal wieder zwei Check-ins. Dann gucken wir noch mal Security, ob da jetzt auch ganz schnell was hinterhergekommen ist. Ja, nicht gerade günstig. Für 12, 13 Dollar machen wir wieder 4 Stück. Dann ist der zweite Security-Stand schon mal vom Personal her voll. Und hier stehen die dann jetzt schon mal. Obwohl hier einer fehlt. Warum auch immer. Ach, der kommt jetzt. Ah ne, der rennt hier hin. Okay. Gut, dann kann das Personal hier schon mal durchgehen, wenn sie durchgehen wollen. So, Areas. Ah, wir müssen noch Secure sagen hier. So, dann können die also hier schon mal das Terminal jetzt schon mal in Benutzung nehmen. So, dann hatten wir ja auch schon neue Gates hier gemacht. Gleich 6 Stück an der Zahl. Deswegen haben wir auch nur noch 600.000 Dollar auf dem Konto. Ja, da machen wir erstmal den Pfad, damit wir das nicht vergessen. So, das ist so. Und hier einmal da. So. Das wäre das. Dann ist der Pfad schon mal da. Jetzt müssen aber da noch irgendwie die Leute hinkommen. Das heißt, wir brauchen auch hier einen Gang. Frage ist nur, wie breit machen wir den jetzt? Es würde eigentlich ein kleiner Gang völlig ausreichen. Die ganzen Sitzmöglichkeiten, die können wir ja ohne Probleme hier hinbauen. Und. Eigentlich bräuchten wir auch da schön große Toiletten. Was ist aber das hier eigentlich los? Wieso kann jetzt hier keiner die Mauer bauen? Hallo? Dann müssen wir die nochmal abreißen. Dann bauen wir hier nochmal eine neue Mauer hin. Mal gucken, ob die jetzt gefunden wird. Oder der Weg dahin. Machen wir dann wieder so eine große Toilette hin. Ein bisschen zu groß eigentlich. So, die Sitzbänke können wir lassen. Für die. Ja, dann machen wir hier
Wieder eine schön große Sitzgruppe. Oder wenn hier der Gang ist, machen wir komplett den ganzen Bereich hier. Das können wir auch machen. Wir können ja auch nach oben weg dann schon wieder die nächsten Gates bauen. Also ein Gang, wo beidseitig dann die Zugänge sind zu den Gates. Dann hätten wir insgesamt 12 Stück zu versorgen mit einem Gang. Und wenn die dann alle gleichzeitig kommen, dann bricht hier die Hölle aus, ey. Machen wir erstmal eine Foundation. Machen wir mal. Was machen wir? 4 breit. Machen wir mal bis hierhin. Obwohl, wir müssen noch die Boarding Desk hinbauen. Beidseitig dann. Das nimmt natürlich auch ein bisschen Platz weg. Machen wir 6 Felder. Ja, machen wir mal so. 72.000 Dollar. Und dann hängt sich das Spiel hier schon wieder fast auf. Okay, aber gerade noch geschafft. Ja, das ist das. Dann. So, was ist das für einer? Achso, das ist Airport-Staff-Personal. Die gehen jetzt hier durch. Durch den hauseigenen Security-Bereich. Oder Security-Schalter. Ja, wenn das der kürzeste Weg ist. So, mal wieder kurz gucken. Security. Haben wir wieder Nachschub bekommen? Stellen wir wieder 4 Stück ein. 1, 2, 3 und 4. So, 14 Dollar, den schmeißen wir raus. Den auch. Dann können wir schon wieder die nächsten aufmachen. Jetzt machen wir häppchenweise einen nach den anderen auf. Und ach ja, wir müssen noch das Baggage-System connecten. So, das einmal hier für den. Dann für den. Obwohl das, wenn das alles übereinläuft, der geht natürlich dann ganz schön die Kapazitäten hoch hier. Ob die das dann noch schaffen, da alles wegzuarbeiten, da werden wir wahrscheinlich auch dann mehrere brauchen. Das müssen wir dann alles Stück für Stück bauen. Also noch sehr, sehr viel Arbeit, was hier auf uns zukommt. Dann können wir jetzt hier, sehe ich gerade, können wir die Mauer jetzt hier zumachen. Dann stellen wir noch mal 4 Security ein. So. Damit können wir dann den bedienen. Und noch mal ein bisschen Airport Stuff. Oh, 15 Dollar die Stunde. Der wird erstmal die Bewerbung abgelehnt. So, 6 Dollar stellen wir ein und 10 Dollar. Damit haben wir wieder einen weiteren. Den können wir gleich aktivieren und hier zuweisen. So, das ist das. Dann. Jetzt rennen die ganzen Bauarbeiter hier über das Rollfeld und
überall durch, ey. Alter, sind die lebensmüde hier. Die Flugzeuge, die rollen hier durch. Die huschen hier auch schnell rüber. Ja, und hier oben ist dann schon wieder die Map zu Ende. Also wir können gar nicht mehr so viel bauen hier nachher. Auch wenn wir noch eine weitere Start- und Landebahn bräuchten. Also da fehlt uns nachher noch der Platz. Das ist ein bisschen schade. Also ich weiß noch nicht, ob man hier Map erweitern kann. Ob das schon freigeschaltet ist. Ich glaube nicht. Aber wir versuchen hier nochmal 6 Stück hinzubauen. Und wenn dann die... Ja, 18 Stück sind das ja dann. Die müssen wir dann erstmal jeden Tag füllen mit Aufträgen. Und dann mal gucken, wie das hier so läuft. Da bin ich mal gespannt drauf. So, die Hälfte Security ist jetzt schon mal startbereit. Ein paar Check-ins sind hier. Da bräuchten wir noch mehr. So, was macht das Personal hier? Schon wieder was dazugekommen. 3,60 $, jawohl. Und 9 Dollar. Sind schon wieder zwei. Dann können wir wieder einen aufmachen. So, einmal connecten. So. Dann gucken wir nochmal Security. $7. Das ist der erste, zweite, dritte, vierte. Können wir gleich den nächsten aufmachen. Und ja, die werden jetzt auch schon benutzt. Ja, so sieht das aus. Hier beim großen Security-Schalter. Die kommen hier rein, legen das Gepäck aufs Förderband. Dann wird der hier gescannt. Ein Mitarbeiter guckt hier über die Monitore, ob da irgendwas Verdächtiges drin ist. Der letzte, der guckt hier nur so vor sich hin. Und einer beobachtet hier, falls der Metalldetektor ausschlägt. Ja, das läuft. Dann gehen die hier rüber. So, eine kleine Toilette haben wir hier. Aber wir sollten... Ja, während das hier gebaut wird, das dauert ja noch eine ganze Ecke. Ja, dann bauen wir jetzt hier auf der Höhe, wo der Gang ist, erstmal die ganzen Sitzmöglichkeiten. Ja, ist dann genau hier. Hier ist die Mitte. Machen wir mal zwei weg von der Mauer. So, das ist der erste Referenz. Und dann machen wir immer zwei Felder frei. Oder ich will nochmal kurz was gucken. Hier hatten wir immer drei und vier. Okay, dann können wir ungefähr gleich machen. Also drei. Na, dann war das ja doch richtig. So, mal sehen, wie das hier so aussieht. Oh, da ist schon wieder ein Flieger verspätet. Nanu. SL 215. So, SL 215. Das ist doch bestimmt einer von denen hier. So, was fehlt dem denn noch hier?
Boarding. Ja, genau. Warum wird nicht geboardet? Ja, weil hier kein Personal ist, oder was? Jetzt fliegt er so los. Ja. Naja. So, auf jeden Fall schon ganz schön Betrieb hier. Ja, fleißig getankt hier. Wir haben jetzt schon mehrere Tanker. So, apropos Tanker, was machen eigentlich. Oh! 10% Tankinhalt nur noch. Und jetzt kommt ein LKW, tankt auf. Jetzt hoffe ich mal, dass hier gleich Nachschub kommt. Wann, wo, wie? Ah, da, hier gerade. Jetzt, wo es so auf 6 oder 7% war. Jetzt. Incoming Resupply. Oh, jetzt sind wir leer. Komplett leer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt nachtanken. Was ist mit dem? Oh, der ist auch leer. Und jetzt ist der Tank leer. Also der könnte eigentlich mal ein bisschen früher kommen. Was ist mit dem? So, der ist voll. Ja, so auf den letzten Drücker kommen, ist ja auch nicht gerade toll. So, jetzt fährt der andere wieder los, obwohl er nicht getankt hat. Mal sehen, was der jetzt macht. Jetzt fährt er erstmal wieder weg. So, jetzt wird aufgetankt. Vielleicht sollten wir jetzt mal den Tank mal erweitern. Man kann ja auch noch so eine Zusatztanks kaufen. So, Jet. So, wir sind ja ganz unten in der Map, also wir können jetzt nur hier bauen. Ach, schade, kriegen wir leider nur einen hin. Na gut, bauen wir hier mal einen hin. Extra Tank, dann. Ah, den kann man nur direkt daneben bauen. Oder müssen wir warten, bis der fertig ist? Ja, keine Ahnung, habe noch nie ausprobiert. Ja, dann haben wir noch viel, viel Arbeit vor uns. Ja, dann machen wir hier weiter in der nächsten Folge, indem wir hier erstmal die ganzen Sitzmöglichkeiten bauen, auch haufenweise davon. Wenn hier nachher 18 Gates, die wir dann haben, versorgt werden müssen, da brauchen wir viele Sitzplätze. Und ja, WC-Bereich werden wir bauen, Essensstände brauchen wir hier natürlich auch, damit die Leute hier nicht verhungern und so weiter. Also noch viel, viel Arbeit. Ja, sei noch wieder dabei, schalte ein in der nächsten Folge, würde ich mich sehr drüber freuen. Genauso, wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest und einen Daumen nach oben gibst. Mehr brauchst du hier nicht zu machen. Ist nur ein Klick und. Ja, völlig kostenlos. Vielen Dank dafür. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.